So, wir sind bei der Bonusfolge der ersten Staffel angekommen. Ihr seht schon, der Platz neben mir ist leer geblieben. Der Matthias wurde leider schon abgerufen. Ihr wisst, was da kommt, irgendwann jetzt in Kürze. Und dementsprechend Platz neben mir alleine. Wen könnte ich denn heute als Co-Moderator mit einfliegen lassen? Nee, der Martin war schon zu oft dabei. Ich hätte nicht so viel Kölsch trinken sollen. Ja, so kann ich arbeiten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Photoshop Direkt, eurer Adobe Photoshop Show. Ja, mein lieber Sven, was haben denn heute die Zuschauer so Schönes zu erwarten? Zunächst erstmal die Vorstellung meiner Co-Moderatin, Janina Wissler, heute erstmals dabei. Wir sehen dich bestimmt nicht das letzte Mal um Adobe-Produkte präsentieren und moderieren. Wir haben heute die klassischen Themen, den kreativen Tellerrand. Da haben wir Guido Möller vom Wacom zu Gast, der auch so ein bisschen was zu meinem neuen Lieblingsspielzeug erzählen wird. Den Quick-Tipp der Woche, den übergebe ich dieses Mal auch direkt an die Janina, weil sie sieht nicht nur fantastisch aus, sondern sie ist auch noch gelernte Mediengestalterin. Das hast du schön gesagt, danke. Bitteschön, bitteschön. Ich muss ja Punkte sammeln gleich zum Anfang. Ich würde sagen, starten wir durch. Ja, dann viel Spaß. So, wir kommen zu meiner Lieblingskategorie, dem Quick-Tipp der Woche. Wir wissen aus den anderen Folgen dieser Staffel, es kann auch mal länger dauern. Folge 5 mit dem Martin kann auch mal ein Quick-Tipp, ein Tagestipp werden. Komm, kurz und knackig. Bei mir wird das auch quick funktionieren, keine Super. Sorge. Was haben wir hier? Wie wir hier sehen, haben wir schon ein Bild geöffnet und ich würde sagen, was sieht man sofort? Es ist etwas flau. Und da gibt es eine ganz besondere Methode, um den Helligkeitswert getrennt von den Farbwerten zu verändern. Okay. Ich wähle jetzt die persönlich, die mir am besten gefällt, zeige aber vorher erst, wie man es nicht machen sollte, indem man einfach wie gewohnt denkt, ich ziehe jetzt einfach mal den Kontrast ein bisschen hoch. Hier sieht man sofort, es wird total gelbstichig, ist natürlich das, was man nicht möchte. Ich hoffe es zumindest für alle da draußen. Ich blende die Ebene mal aus und zeige jetzt die Methode, die ich persönlich am besten und effektivsten finde, indem ich mir die Sättigungseinstellungsebene öffne und einfach mal die Sättigung runterschraube. Jetzt sieht man, das Bild ist schwarz-weiß, denkt sich jeder, wieso, okay, ist ja wohl nicht der gewünschte Effekt. Ich werde es einfach mal machen, damit du mir nicht hier mein Vorhaben zerstörst. Der Clou daran ist nämlich, dass man sich weiches Licht einstellt und dann sieht man schon, am besten ist es noch, ich zeige Vorher-Nachher-Effekt. Das wäre vorher, das nachher. Was siehst du hier? Deutlich mehr Kontrast bei eigentlich gleichen Farben. Das heißt, so kann ich Bilder pushen, auf einfache Art und Weise, ohne die Farben mitzuverschieben im Kontrast. Ganz super genau. Quick-Tipp. Man könnte jetzt noch ein bisschen an der Sättigung rumschrauben. Das muss jeder für sich selber wissen, wie er das möchte. So fände ich es zum Beispiel ganz schön. Das ist ein schöner, warmer Ton. Und ich würde sagen, das war ein quicker Quick-Tipp. Ganz genau. Wir sind wieder bei unserer Kategorie, der Sofa-Talk. Heute auch wieder mit einem spannenden Gast. Der Guido Möller ist bei uns. Frisch aus den Niederlanden über Schweden zu uns gekommen, habe ich so ungefähr, genau, so ja. gehört. Also direkt aus dem Flieger raus ins Photoshop-Direktstudio. Guido, du arbeitest bei Wacom. Ja. Meine erste Frage. Wacom, Wacom, Wacom. Wacom. Ja, es gibt, ich glaube, so kurz wie das Wort ist, dafür gibt es umso mehr verschiedene Ausdrucksweisen, Betonungsweisen des Begriffs Wacom. Es heißt tatsächlich Wacom, weil es ist ja eine japanische Company, japanische Firma. Und die Vorsilbe Wa steht tatsächlich für den japanischen Begriff Harmonie. Und das war auch die Idee hinter dem Namen. Wa, Harmonie und Com, dann für Computer. So entstand Wacom, Harmonie mit dem Computer. Und das ist halt im Prinzip die Mission, die wir halt seit ungefähr 30 Jahren mittlerweile haben. Ja, das war die Frage, glaube ich, die am meisten interessiert hat. Wir haben aber auch noch weitere Fragen. Guido, was machst denn du bei Wacom? Was mache ich bei Wacom? Ja, seit fast 12 Jahren bin ich als Produktmanager, Produktmarketingmanager zuständig für die professionellen Produkte. Das heißt, alle Produkte, mit denen wir den professionellen Markt der Profifotografen, der Media-Entertainment-Leute und so weiter ansprechen, aber auch die Produkte, mit denen wir in den stetig wachsenden Markt der Enthusiasten gehen. Und das ist konkret aufs Produkt bezogen, das Intuos, unser Brot- und Butterprodukt, sage ich mal, das, was bei Wacom auch die meiste Historie hat.
aber auch unsere interaktiven Stiftdisplays wie das Cintiq, wie wir jetzt gerade vor ein paar Monaten das Cintiq 24 auf den Markt gebracht haben. Und die Produkte betreue ich halt wirklich mit allem Herzblut. Ja, zu dem Cintiq 24 HD muss ich eine Warnung aussprechen. Ihr wisst ja, ich hatte es in Folge 5 mal kurz in der Hand, habe es dann dummerweise mit nach Hause genommen und am nächsten Tag musste ich mir eins bestellen. Also der Suchtfaktor ist extrem groß. Unsere Demo-Unit, die wir hier noch gekriegt haben, die ist irgendwo verschollen. Die Grafiker haben es wahrscheinlich in dem Backstage-Bereich schon in Beschlag genommen. Aber es ist wirklich, also gerade beim Cintiq, ein ganz großer Suchtfaktor. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ein ganz großer Suchtfaktor, definitiv, wenn es so ein Trümmer ist. Ja. Und du hast uns heute auch noch was Spannendes gebracht. Das Intuos 5, genau. Auch brandneu, habt ihr, glaube ich, vor 3-4 Wochen vorgestellt. Zwei Wochen. Ja. Am Donnerstag sind es 2 Wochen. Und mit dem Tablett tue ich auch gerade durch alle Herren Länder. Und das ist das hier. Ich zeige es einfach mal in die Kamera. Das Erste, was mir auffällt, keine Schnur. Keine Schnur. Kabellos. Kabellos durch das Wireless-Modul, was wir jetzt eingebaut haben. Ja. Und anders wie bei der Vorgängergeneration, dem Intuos 4, wo wir genau ein Modell haben, was Wireless war, kann ich jetzt hier alle Intuos-Tablets, egal ob Small, Medium oder Large, kann ich jetzt mit dem Wireless-Kit nachrüsten. Und so kann ich nachträglich jedes Tablett vom kabelgebundenen USB-Tablet zum drahtlosen Tablett umrüsten. Universelle Nutzung also. Universelle Nutzung. Ja. Perfekt. Was ist denn sonst sozusagen so dein absolutes Key-Highlight von dem 5er-Tablett? Oh, wo soll ich anfangen? Also es ist tatsächlich so, dass wir halt wirklich, also wir haben ja, geben uns immer Mühe, alle 3 Jahre ein neues Produkt rauszubringen, gerade im Profibereich. Und das Intuos 5 ist tatsächlich in den letzten 3 Jahren durch unsere User entstanden, sage ich mal. Wir haben viel, viel User-Research gemacht, wie man so schön sagt, haben User einfach beobachtet, gefragt. Und alles, was du im Prinzip hier siehst, ist im Prinzip neu. Das fängt beim Design an. Wir sind also weg von dieser klassischen, vom klassischen Materialmix, was wir bei Intuos 4 hatten, zwischen Hochglanz-Acryl und ABS-Kunststoff. Jetzt haben wir das ganze Tablett mit einer sogenannten Soft-Touch-Lackierung ausgestattet. Genau gesagt ist es ein Film, um einfach eine leicht emotionale Komponente auch dazu zu bringen, weil die Leute berühren das den ganzen Tag. Die hängen den ganzen Tag zwischen 1 und 10 Stunden hängen die mit der Hand auf dem Tablett. Und beschwert hat sich eigentlich keiner, dass es sich schlecht anfühlt. Aber was halt durch die ganzen User-Befragungen herauskam, ist, dass sie sich wünschen, dass es sich einfach schöner anfühlt. Und das haben wir hiermit gemacht, durch die Soft-Touch-Lackierung. Des Weiteren haben wir dann die kleinen Knöpfe hier, die wir Express-Keys nennen, schöner in das Design integriert. Und haben generell gesehen das Ganze ein bisschen mehr auf den professionellen Workflow ausgerichtet. Das heißt, dass der User sich ganz auf seine Arbeit konzentrieren kann und ich mit meinen beiden Händen, die eine Hand hält den Stift und die andere Hand bedient die Knöpfe oder die anderen Eingabemöglichkeiten, zu denen ich später noch komme. Und die Augen sind ständig auf den Bildschirm gerichtet. Das heißt, ich kann mich ganz auf mein Motiv konzentrieren. Ich würde sagen, wir schauen auch mal direkt auf den Bildschirm. Ja. Und lass uns mal so ein bisschen inspirieren von dem, was du damit machen kannst. Was ich jetzt gerade hier offen habe, ist auf dem Bildschirm, seht ihr das unser Treiberkontrollfeld. Und das ist ein ganz wichtiges Element, weil nämlich, eigentlich ist es so, ich kann das Tablet installieren, USB-Kabel rein, Treiber installieren, fertig, es läuft. Aber um das Ganze wirklich bis auf den letzten Cent, sage ich mal, auszunutzen, lohnt es sich ein paar Minuten hier im Treiberkontrollfeld zu spendieren und einfach zu gucken, weil das Tablet kann ich hier komplett auf mich personalisieren. Egal mit welcher Anwendung ich arbeite, egal in welchem Marktsegment, ob Media Entertainment Mensch, ob Matte Painter, Photoshop User sowieso, ich kann es komplett auf mich konfigurieren. Also mit anderen Softwareprodukten meint er auf jeden Fall Photoshop, Illustrator, InDesign, unsere Video- und Webprodukte. Du hast Lightroom vergessen. Lightroom habe ich vergessen, natürlich. Andere? Gibt es andere? Okay. Nein, natürlich so nicht. Aber jetzt ganz schnell, wir haben also mehrere Sachen, zum Beispiel den Stift, damit kann ich halt einfach im Objekt kann ich dann drucksensitiv arbeiten. Ich will jetzt mal nicht das schöne Foto hier verhunzen, sondern ich zeige einfach mal, wie ich damit einen schönen Strich ziehen kann. So. Und der ist halt drucksensitiv. Mit dem Tablett kann ich über 2000 Druckstufen in Photoshop abbilden. Und des Weiteren kann ich meine andere Hand dazu benutzen, um mir beliebige Tastaturkürzel, Shortcuts auf die Tasten zu legen. Und das Schöne ist, um die Tasten zu belegen, die sind hier auf dem Tablett, habe ich 8 Knöpfe. Und den sogenannten Touchring. Und egal wie ich die Taste belege, ich erfahre immer, welche Taste hier auf dem Tablett mit welcher Funktion verknüpft ist, indem ich einfach meine Hand drauf halte. Dann geht das sogenannte Head-Up-Display auf. Und das ist im Prinzip ein kapazitiver Knopf, der
mir hilft, durch einfaches Bewegen meines Fingers die Einstellung abzulesen auf dem Bildschirm. Ich muss nicht aufs Tablett gucken. Und dann, wenn ich die Funktion aufrufen will, drücke ich einfach den Knopf. Das Schöne ist, ich habe den kapazitiven Knopf, um mir die Hilfe anzuzeigen. Und darunter liegt tatsächlich noch ein realer physischer Knopf mit richtigem Druckpunkt und richtigem Klick, um halt sofort auch ein haptisches Feedback zu bekommen, dass ich die Taste gedrückt habe. Und so kann ich mir beliebig viele Tastaturkürzel für beliebig viele Anwendungen darauf definieren, indem ich hier einfach zum Beispiel Photoshop hinzufüge. So, jetzt kann ich hier meine Tasten für Photoshop belegen. Das ist aber nicht alles, weil Intuos 5 hat als zweite wesentlich große Neuerung Multifinger-Touch. Das heißt, wie auf dem Apple Trackpad, mit dem ich hier arbeite, kann ich meine Finger benutzen und angefangen von normaler Cursor-Navigation über meine Standard-Betriebssystem-Gesten, die ich hier abdecken kann. Sehr schön ist auch, ich habe ein kleines Piktogramm, welches mir die Abbildung oder die Funktion der Geste nochmal bildlich darstellt. Und kann so mein Betriebssystem mit den üblichen, in diesem Fall bis zu 5 Fingergesten kontrollieren. Ich kann exakt dieselben Gesten auf dem Tablet abbilden wie auf meinem Trackpad oder meinem Magic Trackpad. Aber das Schöne ist, ich kann eigentlich noch mehr, weil wenn ich heute in die Anwendungswelt gucke, selbst in Photoshop, ist die Verwendung von Gesten auf meine 2 Fingergesten beschränkt. Was auch okay ist und das ist auch alles super. Aber wir wollen halt gern auch die Leute schon an diese Haptik mehr Finger zu benutzen gewöhnen. Auch im Hinblick darauf, dass das Tablet halt auch von den Usern mehrere Jahre benutzt wird. Und da gibt es halt die schöne Funktion Meine Gesten. Meine Gesten ist eigentlich ganz spannend, weil ich habe 5 Gesten, die leicht zu merken sind. 3 Finger tippen und halten, 4 Finger nach oben und unten wischen, 5 Finger unten wischen, 5 Finger tippen und halten. Und kann jede dieser Funktionen mit einem Tastaturkürzel verbinden. Das heißt, so mache ich Applikationen Multifinger-Touch fähig, die eigentlich gar nicht dafür vorgesehen sind. Also ich sehe schon, bei Tippen und Halten hast du zum Beispiel Speichern abgelegt. Das heißt, ich brauche nur entsprechend mit 5 Fingern einmal drauf und schon wird gespeichert. Genau. Spannend. Das ist schon mal spannend, dass die Vorbesetzung, aber viel spannender ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Photoshop nehme und füge das in meine Liste hier ein. So, und da haben wir natürlich auch eine Vorbelegung, Photoshop-Tastenkombinationen. Und was richtig spannend ist, wie wäre es denn, wenn ich mit dem 4-Finger-Wischen nach oben einen Schritt zurück in meine Protokollpalette gehe, mit derselben Geste, 4 Finger nach unten, einen Schritt vorwärts in der Protokollpalette. Sehr cool, frei belegbar, eigentlich so genau mein Geschmack. Ich würde sagen, schauen wir uns doch mal in Photoshop CS6 in der Praxis an. Machen wir. Und zwar habe ich ja gerade die Gesten belegt, und zwar die 4-Finger-Wischgeste nach oben und nach unten mit den Schritten im Protokoll. Ich gehe jetzt einfach mal in ein leeres Dokument und mache einfach mal 1, 2, 3, 4. Und jetzt nutze ich meine Hände und gehe einfach Schritt für Schritt zurück und einfach Schritt für Schritt wieder nach vorne. Und das ist natürlich sehr schön, weil ich brauche mir nicht die ganzen Tastaturkürzel zu merken, was für den Profi nicht so richtig spannend ist, aber für den Enthusiasten, der nur ab und an in Photoshop seine Bilder bearbeitet, findet damit einen ganz leichten Weg, intuitiv mit Photoshop umzugehen und auch mit Kommandos, die halt sonst nur über komplizierte Tastenkürzel abgefragt werden. Ja, aber ich kann ja auch so die ganz normalen Gesten wie reinzoomen, rauszoomen, drehen und so weiter nutzen. Ja, das geht auch. Sicher, ups. Gehen wir einfach mal hier rein und dann nehme ich meine 2-Finger-Geste und zoome einfach ein und aus. Oder ich nehme die Rotationsgeste. Oder ich nehme halt einfach meine 2-Finger-Geste, um im Bild zu pennen. Das wird auf jeden Fall eine Menge Zeit sparen, weil da greift man ja schon doch hin und her, gerade auch fürs Zoomen oder fürs Verschieben. Klasse, finde ich ganz, ganz spannend. Sag mal, Hand aufs Herz, Touch-Funktionalität dazu, 100 Euro mehr? Ah, nicht ganz. Wir bleiben exakt auf demselben Preisniveau wie beim Intuos 4. Super. Und das mit dem Wireless-Modul, das kommt dann aber on top? Das kommt on top und kostet grandiose 39 Euro. Inklusive Batterie, inklusive Dongle und inklusive diesem kleinen, klitzekleinen Modul. Ich würde sagen, den zeigen wir ruhig nochmal. Ich gebe den hier nochmal raus. Das ist der Dongle. Ja. Und das ist tatsächlich der Dongle. Und mit dem Dongle ist es tatsächlich so, er ist halt sehr klein. Und wir wissen, dass die Tablets auch eingesetzt werden, unterwegs, mobil, am Set. Und was ist das Erste, was verloren geht? Der Dongle. Dieses Dongle. Und da haben wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Und da haben wir an dem Tablett ein kleines Fach. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Ich gucke mal, ob ich das so hinkriege. Und zwar ist das direkt neben dem Dongle. Das kann ich mit einem Fingernagel aufmachen. Da kommt das Ding einfach rein, Klappe zu und es ist untergebracht. Und da fällt es auch nicht raus. Ich nehme das Tablett mit und wenn ich es dann wieder brauche, hole ich es raus, stecke es an meinen PC.
keinen Treiber installieren, nicht Perwin oder sonst irgendwas, es funktioniert einfach. Einfach Tablet einschalten und es geht. Und absolut geniales Teil. Ich würde sagen, für mich ist es ein No-Brainer. Ob es für euch was ist, müsst ihr entscheiden, aber ich brauche es auf jeden Fall. Also ich darf mich dann verabschieden. Bitte, bitte. Vielen Dank, dass du da warst. Vergesst den Stift nicht. Da habe ich noch einen. Okay. Alles klar, bis dann. Danke dir. Viel Spaß damit. Wir sind jetzt bei dem Thema der kreative Tellerrand angekommen. Und für all diejenigen, die schon in den Genuss des Photoshop CS6 Public Beta Version gekommen sind, denen müsste aufgefallen sein, dass es ab sofort verpflichtend ist, eine Adobe ID anzulegen. Und für all diejenigen, die das noch nicht getestet haben, denen würde ich sagen, zeigst du jetzt mal, wie das am besten und schnellsten zu machen ist. Und auch mir, weil ich habe es auch noch nicht gemacht. Gut, dann gehen wir das doch mal zusammen durch. So, ich bin hier schon direkt auf der Anmeldeseite auf adobe.com. Da komme ich natürlich automatisch hin, wenn ich die Produkte installiere und ich noch keine ID angelegt habe, kann ich einfach sagen, neue anlegen, neuen Account anlegen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht durchzuspielen. Ich selber habe schon natürlich aufgrund so einiger Verpflichtungen mit dem Adobe-Konzern eine Adobe ID, melde mich hier mal an und da sehen wir auch schon, was ich hier machen kann. Ich sehe meine erworbenen Produkte, kann mir die Bestellhistorie im Adobe-Shop anzeigen lassen, kann meine Abos verwalten, wenn ich schon Software-Abos, meine Subscriptions hier habe und. Meine Produktregistrierungen sind hier wirklich extrem wichtig, weil wir hatten schon angekündigt vorhin mit der Photoshop CS6 Public Beta haben wir angefangen, dass es verpflichtend ist, ja, über die Adobe ID das zu registrieren. Und das wird auch in Zukunft für die CS6-Produkte der Fall sein. Der Vorteil ist dabei, dass die Registrierung nun nicht mehr per Seriennummer pro Rechner festgelegt ist, sondern über die Adobe ID festgelegt ist. Das heißt, ich habe wirklich das Produkt dem Anwender zugeordnet. Und wenn ich meinen Rechner wechseln möchte, funktioniert das in Zukunft deutlich einfacher. Zusätzlich habe ich natürlich die verschiedenen Services, die ich in Zukunft nutzen kann. Wir denken dann an die Creative Cloud, die da kommt, wo ich Services habe. Natürlich neben Data Storage auch viele, viele andere Sachen, die ich dort nutzen kann. Und das ist alles so zentral rund um die Adobe ID zu finden. Das heißt, es kann eigentlich nichts mehr verloren gehen. Es kann nichts mehr verloren gehen. Es gibt eigentlich keine Nachteile, gibt viele Vorteile. Und hat keine Kosten? Keine Kosten, natürlich nicht. Und ich würde sagen, ja, registrieren wir dich doch gleich mal. Ja, warum nicht? Alles klar. Liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, denn die zweite Staffel ist bereits in Planung. Und ich freue mich schon jetzt sehr darauf. Und ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin so fleißig einschalten wie bisher. Auf jeden Fall. Mehr dazu erfahrt ihr dann natürlich über unseren YouTube-Kanal oder auch die Adobe-Website. Ich denke mal, in der nächsten Staffel werde ich auch mal den Matthias hier an diese Stelle lassen müssen, um mit Janina gemeinsam zu präsentieren. Das Guthaben muss ich ihm gönnen. Ansonsten, Janina seht ihr auch schon vorher wieder. Ende April auf adobe.com. Schaltet einfach mal rein, schaut nach, wird super spannend. Bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss, bis bald. So, wir freuen uns natürlich auf euer Feedback an photoshopdirekt@adobe.com. Wünschen euch viel Spaß dabei. Ja, war doch eine prima Sendung heute, oder? Ach, klasse. Also Herr Dölle, Herr Schulze, würden Sie bitte mitkommen? Wir haben dann was vorbereitet. Ja, es geht ins Schnittkämmerchen, da können wir uns den neuesten Cut angucken. Hey. Oh, prima, los geht's, komm, klasse. Nein, 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 bitte okay, hier lang. Schnittkämmerchen. Ganz langsam, ganz ruhig. Ganz vorsichtig. Herr Doktor Krolop, was machen wir denn mit den Patienten? Schulze und Werle. Ja, Herr Professor Kober, wenn Sie mich so fragen, also ich denke, die leben ja immer noch in ihrer Traumwelt und denken da, die machen da so eine Photoshop-Show. Hm. Ich glaube, man soll die Dosis erhöhen oder vielleicht mal eine alternative Therapiemöglichkeit, irgendwie Einlauf oder dergleichen probieren. Ich würde sagen, wir probieren die erhöhte Dosis. Vielleicht hört das dann mal auf und geht besser mit den Beinen. Ja.